So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es an dem Lamborghini weiter. Im letzten Teil hat der nette Herr neben mir, Tom, Mahlzeit, die Rohre geschweißt bzw. durchgeschweißt. Ja, jetzt ist das Ganze drin und jetzt geht es weiter. In der Zwischenzeit haben wir schon mal hier einen schönen Ausschnitt hingemacht. Bevor jetzt alle ohnmächtig werden, keine Angst, das ist nicht die Karosse. Das ist nur ein Hilfsrahmen, der hier rangeschraubt ist, aus Aluminium. So, und wir haben dort wirklich keinerlei Bedenken, diesen Einschnitt zu machen, weil das ist so dickes Blech und auch so dick geschweißt, dass ich behaupte sogar mal, dass man da von der Steifigkeit her kaum Nachteile hat. Glaube ich auch nicht. So, andere würden es einfach hammerhart raussägen und es komplett weglassen. Das machen nämlich die Amis ganz viel bei den Autos. Wir haben da jetzt dieses wunderschöne runde Blech reingedengelt, haben das wunderschön verschweißt. Das Ganze wird natürlich am Ende noch ein bisschen schön gemacht. Und jetzt haben wir nämlich für diese 114er Ansaugung hier genug Platz, dass jetzt hier noch die besagte Schelle zwischen kann und wir am Ende mit der Ansaugung so hier hochgehen können. Ja, jetzt werden sich viele fragen, was will der da hinten mit der Ansaugung? Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da gehen wir später darauf ein. Da gibt es nämlich noch eine ganz coole Lösung, die ich mir überlegt habe. Aber das würde dieses Video sprengen, deswegen müsst ihr euch da noch ein bisschen gedulden. So, wir machen heute allerdings als nächstes weiter mit, in meinen Augen, den einfachsten Rohren. Das heißt, das sind unsere Druckrohre. So, das Coole an dieser Laderposition ist, wie wir sie jetzt gewählt haben, dass man das System, glaube ich, gar nicht vom Volumen her viel kürzer und viel kleiner bauen kann, weil wir können jetzt wirklich von Turbolader in die Drosselklappe. Das heißt, wir reden hier von 50 cm. Wenn überhaupt. Mehr Weg ist das nicht, weil das Gute ist ja, wir brauchen hier keinen Ladeluftkühler drauf, weil unsere Ladeluftkühler sind ja hier schon in dieser krassen Brücke drin. So, das heißt, wir können jetzt wirklich nur von hier nach hier Rohr bauen. Allerdings müssen wir das Ganze natürlich optisch möglichst fett und schön machen, weil das sieht man nämlich komplett durch die Glashaube am Ende. Deswegen muss das gut aussehen. Keine Angst, Drosselklappen bleiben natürlich nicht so dreckig, die sind da jetzt erstmal nur so dran. Ursprünglich, vor 5 Jahren, es ist tatsächlich nämlich 5 Jahre her, dass ich dieses Auto zerlegt habe, ist mir nämlich neulich beim Bildersuchen wieder aufgefallen, hätte man das damals, beziehungsweise ich hätte es hier ein Ring mit einer Wulst drauf geschweißt, dass hier jetzt ein ganz normaler Silikonschlauch kommt. Heute wollen wir das allerdings anders machen. Ich hatte ja im letzten Teil schon angekündigt, dass wir noch auf Frank von Evo K3 Performance auf ein paar Vibrantschellen warten. Die sind jetzt endlich da. Für jeden, der die nicht kennt, man hat 2 Aluringe, die man an die beiden Seiten schweißt. Und diese Schelle kann 12 Grad Rohrversatz ausgleichen. Das heißt, wenn sich das Ganze später bewegt, kann sich das so bewegen. Man hat den Längenausgleich dazu. Und jetzt kommt's. Diese Schelle kann, ich glaube, 30 Bar. Okay. So, und jeder, der 30 Bar auf die Durchmesser kennt, weiß, was da Druck hintersteckt. Das Ganze ist natürlich auch noch dicht, weil die beiden einzelnen Teile haben jeweils einen O-Ring, der später in diesem Aluteil läuft. So, sieht halt einfach irgendwie geil aus, ist aktuell einfach angesagt. Und wenn wir hier so 2 Schellen sitzen haben, passt das, glaube ich, schon ganz gut. Ja. So, dazu kommt, die Drosselklappen haben zufälligerweise genau 89 mm. Das heißt, hier muss Herr Wotzny leider schon mal auf die Drosselklappe diesen Ring schweißen. Das wird natürlich spaßig mit der Elektronik, die werden wir natürlich erstmal zerlegen, dass wir möglichst viel von abbekommen. Es geht, wie man sieht. Wir haben es schon gemacht. Aber wo du hier hin musst. Ja, du machst das schon. Ja, ja, okay. So, es geht schon, irgendwie. Und dann fangen wir an mit 89 an der Stelle. 89 und müssen dann irgendwie auf diesen Anschluss kommen. So, nun hat TTE diese Gehäuse gefräst mit 70 mm. So, das heißt, wir müssen von 70 auf 89. Ja, jetzt ist allerdings das Problem. Es gibt in 70 mm keine Vibrantschelle. So, ich hätte natürlich liebend gerne hier unten auch eine, weil ich bin der Meinung, wenn wir in dieser Position eine Schelle und in dieser Position eine Schelle haben, ist das von den Schwingungen her und von der Lagerung wirklich perfekt, weil wir einmal so den Ausgleich und einmal so den Ausgleich haben. Das ist Bombe. So, ich hätte jetzt fast beinahe gesagt, wir brauchen das gar nicht so präzise bauen,
Weil mit den beiden Schellen wird es auf jeden Fall am Ende passen. Aber das ist ja nicht unser Ansporn. Problem ist, gibt es nur in 63,5 oder in 76? 76 ist das Problem, dass einfach nur dieses Gehäuse noch ein bisschen zu fett ist. Weil wenn ihr 76 seht, wäre der Innendurchmesser von 76 viel zu krass für dieses Gehäuse. Weil wenn wir hier drin mal messen, wo wir es ungefähr abschneiden würden, haben wir gerade mal einen Innendurchmesser von ungefähr 55. Das heißt, eigentlich sind wir mit 63,5 an der Stelle perfekt. Ja. So, in 63,5 gibt es die Schellen auch. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir müssen leider diese extrem geilen Low-Poly gefrästen Gehäuse abschneiden. Müssen da diese Ringe anschweißen. Das ist TTE aber schon bei der Herstellung bewusst gewesen. Ist halt so, gerade immer, wenn man es das erste Mal baut. Dann haben wir genau den Innendurchmesser. Das werden wir sehen, wenn wir es abgeschnitten haben, dass der Innendurchmesser definitiv genau hier rauf passt. Und dann kommt jetzt aber das letzte Problem. Wenn wir jetzt hier mit 63,5 anfangen und auf 89 gehen, entsteht hier so ein ziemlicher Trichter, eine Tüte. Der Gegenflansch an dieser Stelle mit 63,5 hat zum Glück genug Fleisch, dass wir hier mit einem 70er Rohr drauf gehen. So, der Kumpel Phil, der so viel fräst und dreht, hat uns hier schon mal gleich eine kleine Phase reingemacht, dass das Ganze strömungstechnisch am Ende auch geil aussieht, wenn man da einmal so reinfilmt. Auch wenn viele sagen, ist egal an den Stellen, ich bin immer einer, das muss immer geil sein. Und wir haben jetzt den Vorteil, wir können das Ganze ein bisschen ausnutzen und gehen von 63,5 direkt auf 70. Das heißt, das Ganze sieht schon mal ein bisschen schöner aus. So, und wenn René jetzt einmal von hinten filmt, stellt man fest, dass die Flucht auf minimaler Höhe schon relativ gut zur Drosselklappe passt. Das heißt, hier kommt die Vibrant-Schelle hin, dann kommt wahrscheinlich ein kleiner Bogen nach oben und dann kommt hier das gerade Stück mit dem Reduzierer auf 89. So stelle ich mir das zumindest vor. Jo. Du kannst ja weiterhalten. So. So ungefähr könnt ihr euch das dann so, hier kommt noch eine Schelle zwischen. Das heißt, so ungefähr wird das Ganze dann sitzen. Ich denke mal, wir werden hier eher noch ein Rohr zwischen machen so und fertig. So, das Coole ist, wir haben bei uns im Sortiment mittlerweile eine riesen Auswahl an Alu. Das soll jetzt keine Werbung sein, das ist aber zum Bauen extrem praktisch. Es geht damit los, 70 mm. Ich kann euch anbieten in 70 mm, für alle die, die auch kreativ sein wollen und vielleicht einfach gar nicht wissen, dass es das gibt. Es gibt immer einen Bogen in eng, dann gibt es den Bogen in mittel und dann gibt es den Bogen noch in weit. Wie ihr seht, der Radius wird immer kleiner. Größer, sorry. So, dann für die Leute, die ein bisschen fauler sind, was das Schneiden angeht, haben wir jetzt auch im Sortiment schon Bögen vorgeschnitten in 30 Grad. 45 Grad und 60 Grad. Das heißt, wir können jetzt wunderschön am Auto uns das Ganze ohne groß flexen so hindrehen, wie man es gerne hätte. Dazu gibt es dann ja noch 90 Grad und kommt eigentlich schon relativ schnell an das Ergebnis, wie wir es haben wollen. Ja. Also nochmal für alle jetzt zum Mitdenken, Alibi-mäßig. Normalerweise wird das hier gleich abgeschnitten und da kommt der Ring hin. Das heißt, wir tun jetzt mal so, als wenn der Ring da wäre. Der kommt da so drauf. Das ist übrigens immer extrem geil bei den Vibrant-Schellen. Das passt da so geil saugend drauf, dass man das Gefühl kleben kann und noch nicht mal mehr schweißen muss. Ne? Schon geil, ne? So, der kommt auf jeden Fall hier. Dann. Auf die Drosselklappe passt es nicht so schön. So, der sitzt dann auf jeden Fall so hier mit der Schelle drum. Zack. Was denn? Hast du noch eine an? Nee, gerade nicht da. So. Gerades Stück, reduziere auf 70 und jetzt brauchen wir da ungefähr noch, ne, muss ein bisschen so. 30 sage ich. So, genau. Und jetzt noch 30. Und das Coole ist halt einfach, dass man das, ja, man kann die Sachen so schön jetzt verdrehen, dass das, zack, man sich jetzt so zurechtdrehen kann, dass es am Ende passt. Sieht auf jeden Fall schon mal. Hat irgendwie was mit diesen beiden Rohren. Okay,
So, wie gehen wir jetzt vor? Wir müssen uns das jetzt ganz genau angucken, weil wir müssen jetzt ganz genau bestimmen, wo wir das hier unten abschneiden. Das müssen wir natürlich ausgebaut machen. Dann den Ring anschweißen, von innen und außen, weil wir wollen das Ganze definitiv überall verschleifen. Und dann schweißen wir wirklich Naht für Naht, damit wir es immer wieder von innen schleifen können, bis am Ende das hoffentlich hier ist. Auf der anderen Seite wird es ein bisschen einfacher, weil der Turbolader ein bisschen weiter hier sitzt. Ihr erinnert euch im letzten Video oder im vorletzten, dass der Motor leicht außermittig sitzt. Das heißt, hier zwischen kommt sogar noch ein gerades Stück Rohr. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall Platz ohne Ende. Ja. So, ich würde sagen, ausbauen, flexen. Das darfst du machen. In das schöne Gehäuse. Das darf ich immer machen bei meinen 1200er Ladern. Bei Limo war das genauso, da muss ich das auch schon machen. Und ja, dann schauen wir uns das Ganze an. So, Rohr Nummer 1 ist fertig. Schön wär's. Wir haben das jetzt soweit gebaut und durchgeschweißt. Das Gute ist, die Abdeckung passt noch schön drauf. Das heißt, theoretisch würde man rein gar nichts am Ende sehen. Praktisch sieht das allerdings scheiße aus. Extrem beschissen aus. Also so geklebt, das ist jetzt natürlich, das sind jetzt auch noch nicht die endgültigen Nähte, das ist jetzt alles erstmal nur einmal geschweißt. Wir würden das natürlich nochmal glatt schleifen und noch ein zweites Mal schweißen, damit es noch so ein bisschen gleichmäßiger aussieht. Aber wir hatten beim Bau nämlich schon die Vermutung, dass es am Ende so aussieht, wie es aussieht. Es war schön in glatt mit in abgeklebt, ohne Schweißnähte, war das irgendwie noch, ich nenne es jetzt mal eine homogene Form. Es hat sich irgendwie so gepasst, von klein auf groß. Jetzt allerdings, gerade auch ohne Abdeckung, sieht das echt... Ja, das ist das, was ich am Anfang meinte. Man ist am Ende nach dem ersten Versuch nie so zufrieden, wie man es eigentlich wollte, ne? Richtig. Ich weiß noch nicht ganz, woran es liegt. Also auf jeden Fall müsste der Konus müsste auf jeden Fall länger. Der müsste, wenn dann, über die ganze Länge. Und dann irgendwie dieser 90-Grad-Bogen ist jetzt auch irgendwie nicht so cool. Wenn wir ihn allerdings mehr in Scheiben machen würden, würden wir noch höher kommen, dann würde die Abdeckung nicht passen. Ja, ich würde sagen, umsonst geschweißt. Das Dumme ist, wir haben schon, da gehen wir beim nächsten Rohr drauf ein, man muss immer wirklich einen anschweißen, dann von innen verdremeln und dann den nächsten anschweißen, damit das halt richtig glatt wird. Das zeigen wir gleich, wenn ich das Rohr mal abhabe. Das heißt, das kann theoretisch leider alles wieder in die Tonne zerflext werden. Was cool ist, ist mit den Vibrantschellen. Das gefällt mir gut. Wenn man so, das ist alles der Verstellbereich der Schellen. Das heißt, das ist alles noch dicht und so weiter, ne? Das ist schon cool. Wir können was. Die Frage ist, was machen wir jetzt anders, damit es cool aussieht? Gleich groß. Das heißt, jetzt nicht am Verdichtergehäuse auf 63,5, sondern Verdichtergehäuse gleich auf 89. Genau. Das heißt, da muss hier so ein richtig männlicher Reduzierer. Hier fliegt schon wieder so viel Zeugs rum. So, das heißt, du meinst hier direkt auf groß und hier schon gleich eine fette Schelle hin. Ja. Mhm. Dann sind Abdeckungen aber ganz schön knapp. Ja, mit der Abdeckung ist ganz vergessen. Denn. Also das Einzige, wo wir halt ein bisschen Platz holen können, ist, dass wir das Verdichtergehäuse noch weiter eindrehen nach hier. Dann kommt natürlich das Rohr weiter nach hier. Das heißt, wir kommen mit den beiden Rohren zusammen und gehen dann wieder auseinander. Ja. So, das könnte man jetzt nochmal testen. So, sonst finde ich das mit den Schellen geil. Das ist cool. Ist auch wirklich einfach zu montieren und wieder dezumontieren. Aber optisch ist das irgendwie noch nicht Maß der Dinge. Nicht Lambo-gerecht. Ja, irgendwie. Ja. Irgendwie fehlt da noch was. So, was ärgerlich ist, unsere schönen zerflexten Gehäuse gerade.
Die müssen wir jetzt leider wieder abflexen und müssen da mit dem Reduzierer drauf. Okay, lange Rede. Achso, hier wollte ich nochmal zeigen. Ihr seht da jetzt schön, wir haben halt wirklich jede einzelne Naht immer glatt geschliffen. Dann das nächste dran, dass man da reinkommt. Hier sieht man es ganz gut. Das war die letzte Naht, die haben wir bisher noch nicht verschliffen. Die ganzen anderen Nähte haben wir schon verschliffen, dass das am Ende richtig schön glatt wird. Ein Glück haben wir es auch nicht verschliffen. Nicht alle. Okay, ich würde sagen, als allererstes fangen wir an. Diesmal sind wir schlauer und punkten nur. Ja. Wir punkten mal nur hier direkt den Reduzierer. Den Reduzierer auf 89 drauf und gucken mal dann, wie das aussieht. So, der Turbolader sieht jetzt auf jeden Fall gleich so aus, als wenn er mindestens 100 PS mehr kann. Mindestens. Krass ist immer, was nur so ein Reduzierer am Lader ausmacht, ne? Und schon denkst du, der ist drei Nummern größer. So, ich habe mal den alten Kleingärtner-Trick hier gemacht und habe mir mal die Mitte markiert. Heißt nicht die Mitte vom Motorraum, sondern die Mitte zwischen unseren Drosselklappen, weil wir werden jetzt vielleicht das Problem haben, je nachdem wie wir das Ganze jetzt so ausrichten, müssen wir natürlich aufpassen, wenn wir über die Mitte rüberkommen, so wie jetzt, dann kann das zwar geil sein, weil dann können wir nämlich das andere Rohr genauso bauen und genauso drauf laufen lassen und die am Ende miteinander verbinden. Genau. Wollen wir das? Mal gucken, wie es aussieht. Kriegt man das denn, also bei Edelstahl würde ich sagen, ja geil, kein Problem. Vom Schweißen her und so weiter, ne? Ach so. Bei Alu, weißt du, wenn die so im spitzen Winkel zusammenlaufen. Also du meinst, dass sie reinkommen und so? Ja. Ja, schon möglich. Möglich, okay. Ja. Aber nicht zu viel, nicht, dass du jetzt gleich wieder denkst, ach Mensch. So, wir haben jetzt mal das Gehäuse, haben wir jetzt auf maximal tief gedreht. Das heißt, wir haben jetzt gerade noch so 5 mm hier zum Gehäuse. Hier so, das haben wir jetzt mal so auf 5 mm gedreht. Ja, und jetzt können wir uns überlegen, wie wir hier so durchstückeln. Ich persönlich bin ja immer kein Fan von 90 Grad Bögen. Also wir können, glaube ich, wobei doch, wir werden auf jeden Fall zusammenlaufen, so ein bisschen. Wobei ich, glaube ich, ein bisschen allerdings eigentlich sogar ganz cool finde. Meinst du ein bisschen nah machen? Füll mal einmal hier von hinten, René, so. Siehst du hier genau, dass wir hier theoretisch schon über der Mitte sind. Das heißt, das Rohr, was von hier kommen würde, würde auch, wenn wir es symmetrisch haben wollen, über die Mitte gehen. Und hier würden wir ein Loch rausschneiden, wo am Ende beide Rohre zusammenkommen. Dass das wie ein so ein Paket ist, was da drauf kommt. Ja. Problem ist natürlich, wenn wir das jetzt verkacken, dann bauen wir es ein drittes Mal, ne? Ein viertes Mal. So, aber egal, wir sind ja zum Bauen hier. Ich würde vorschlagen, halt meinen Finger drauf hier, ich sehe da schon da runterfallen. So. Ich würde vorschlagen, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir das Ganze aus einzelnen Stücken bauen. Weißt du? Das Coolste ist wahrscheinlich, wenn wir es einigermaßen symmetrisch bauen, dass wir versuchen, ich glaube, immer den gleichen Abstand zu den Schweißnähten zu haben. Ne? Ja. So, also jetzt nicht lang, kurz, noch kürzer, sondern versuchen einigermaßen gleich. Das Problem wird sein, wenn wir hier direkt rausgehen, wahrscheinlich ist es cooler, wenn wir rausgehen und schon ein Stück hochgehen. Ne? Ja. Dass wir hier rausgehen, hochgehen, dass wir natürlich hier nach Möglichkeit erst gerade gehen. Ähnlich wie es hier an der Ansaugbrücke auch ist. Also das Geilste wäre natürlich, wenn wir symmetrisch hier zu laufen, also so ein Stück gerade. Und dann ab hier runtergehen. So runter und darum. Ja.
Okay, das wird natürlich eine richtig gezingelte Schlange. Jetzt bräuchten wir eigentlich 10 Hände, dass wir das alles so nach und nach andrehen können. Nimm mal einmal das Klebeband ab. So. Mach ich halt fest. Wie würdest du anfangen, so ein Deal? Jetzt mal ausprobieren. Also so gehen wir schon relativ schnell. Also so würden wir jetzt tatsächlich es gebaut kriegen, ohne über die Mitte zu gehen. Ja. Das heißt, hier würde man dann weitermachen. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall noch weiter rum. Das sind schon fast 60 Grad, glaube ich, da. Mhm. So. Also entweder den noch weiter rum. So. Dann würden wir nicht zusammengehen. Oh, das ist jetzt die Qual der Wahl. Ob wir das Ganze jetzt bauen, weil wir müssen es im Vorfeld entscheiden. Mhm. Ich würde es auseinanderlassen. Nicht, weil ich keinen Bock habe, es zu schweißen, sondern glaube, weil es geiler ist. Wir können ja mal Folgendes machen. Wir machen es mal mit Klebeband genau so weit auseinander, dass wir zur Not vielleicht nur eine Art Verbindung dazwischen machen. Mhm. Wie, keine Ahnung, dass man so einen Zentispalt hat, dass man genau zum Schweißen vielleicht reinkommt. Mhm. Dann machen wir es einfach mal mit Klebeband zusammen und gucken, wie es aussieht. Ja.